Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Lego City Undercover. Hier auf dem Kanal Gaming Paradise. Schaut mal, was ich da gefunden habe heute. Wollen wir uns direkt mal das Schweinchen schnappen. Wo war das denn? Das Problem ist ja, man kann die Viecher nicht in irgendeiner Form markieren. Egal. We will find it. Someday. Aber hier findet man auch so das ein oder andere. Zum Beispiel. Riesenmücken hier. Sonst noch schönes haben. Hier gibt es irgendwo noch eine Art Geheiminsel, nenne ich es jetzt mal. Die suchen wir auch gleich. Ganz umsonst aufgeklettert? Ne, Gott sei Dank nicht. Hier haben wir Hühnerflug. Dem wir jetzt das Kostüm da hinten kommen werden, wahrscheinlich. Ansonsten hier scheint hier oben nicht wirklich was zu sein. Glaube ich aber noch nicht so dran. Das Ding hier zum Beispiel. Was bringt mir das, wenn ich hier oben bin? Ja, das bringt mir auf jeden Fall irgendwas. Auch wahrscheinlich diese Spezialfiguren. Ne. Der Kaffee aber. Hier haben wir das nächste Ding. Ein Stunt.
Das kann doch nicht wahr sein, dass man hier nicht weiterkommt. Okay. Also man muss hier auf, das sieht man ja. Okay, ich habe, glaube ich, etwas verstanden. Warum macht man hier so eine Lücke rein, wenn die unnötig ist? Ich hätte jetzt erwartet, dass man eine nötige Lücke nicht bemerkt. Deswegen die Spieler, weil die Spielentwickler besser gesagt, in diesem Spiel sind manchmal ein bisschen scheiße. Also scheiße im Sinne von ganz schön assi. Was Verstecke angeht, deswegen gucken wir uns hier ein bisschen um. Vielleicht gehen wir wieder zum Ende des dieser Insel. Da waren ja noch Sachen. Hier haben wir zum Beispiel auch welche. Das hier zum Beispiel. Dass wir das hier angebracht machen. Fürs Zehnte. Oder auch bewusst, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ja, das. Da waren wir vorhin. Gut. Gucken wir uns noch mal lieber hier um. Nur für alle Fälle. Ja, da war nämlich was. Ich sehe da zwar überhaupt nichts. Da ist auch nichts. Ja, hoffentlich am Ende des Ganzen, dass wir noch nicht dahin dürfen. Aber stelle ich mir jetzt gerade so vor. Ich kann auch nicht mehr so lange aufnehmen, da ich gerade oder das gleich Abendessen mal langsam gibt. Hab ich auch mal langsam Hunger. Aber mal abwarten. Ich habe schon vor, wenn es geht, diesen Part zu beenden. Dieses Gebiet zu beenden, aber da muss auch ein bisschen Glück mit dabei sein. Schon mal ein Schweinchen zu sehen gewesen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie man an Schweinchen reinkommt. Ich tippe ja mal drauf. Was mir fast Kopfhörer vom Kopf liegt hier. Irgendwie dahin.
oben irgendwie geht, wollte ich sagen. So. Ich gehe doch mal irgendwie davon aus, dass auf eine der Seiten irgendwie hochkommt. Schade, der Baum war verdächtig. Ich habe jetzt kein Auto mitgenommen. Hier ist 7, 3, 4 und 1 noch. Das ist eine ganze Menge. Jetzt gucken wir, was wir ein Auto finden. Au, mein Bein! Na gut, der Speicher war jetzt irgendwie doof. Ich denke mal, das Ding fällt jetzt gleich da rein. Ah, haben wir das auch? Versteckt. Damit kommen wir dann wieder zurück. Immer noch Hexdinger zu suchen. Eine Bande fehlt noch, ein Schwein. Zwei Superbauten und zwei Beine, ja gut. Hey! Au! Das bereue ich vielleicht. So riesig ist diese Bande aber auch nicht. Haben Sie dran gedacht? Ha! Ein Rennen hatten wir, wie gesagt, schon. Ja, ich hätte hier rein können. Bitte an das nächste. Das ist auch nicht so.
das jetzt nicht eine Bedeutung hat. Okay, schade. Kann ich das denn übersehen? Wie habe ich das denn jetzt geschafft zu überleben? Wo ist denn da was? Hä? Ich stehe also. Ne, das hat er mir hier angezeigt. Jetzt zeigt mir da was an. Dann würde ich hier direkt aufstehen. Aber Moment mal. Müsste hier doch eigentlich rein können. Da wäre es dann. Ich glaube, das gibt mir jetzt Zeit rein. Wenn ich wüsste welches. Irgendwas hoch, das ist mir auch klar. Jetzt nicht irgendwas zu bedeuten hat. Herausfinden, wie der Start war. Ich tippe eher mal auf die Richtung. Kurz auf Verbindung gucken. Die Uhr, na gut. Ich denke, das Zeitrennen machen wir jetzt noch. Dann mit der Part auch, wenn es doch drei Teile. Ich hätte gedacht, das geht schneller. Als wäre es das vielleicht auch. Wenn man es könnte. Ich kann spielen jetzt nicht. So, ich habe es zwar schon durchgezockt und alles, ja. Aber das ist auch schon ein wenig her.
Das Ding ist, glaube ich, nicht fahrtüchtig. Willst du denn da sonst hin? Ernst? Das zählt nicht. Jetzt ist gepackt, was will ich noch schaffen. Was geht mit Sicherheit, Herr Boyle? Ich denke, er ist im zweiten Fall. Ja. Much.
eine Kleinigkeit machen. Vor Ende des Parts. Habe ich nämlich eben gesehen, dass wir. Dann kann ich das Auto nochmal benutzen. Das geht dann nicht. Nein, kann ich nicht. Ich kann aber das benutzen. Superbowl, danke. Den habe ich gesucht. Machen wir den eben noch und dann endet der Part aber auch. Damit sage ich schon mal Tschüss, Leute, und viel Spaß mit der Folge. Einen schönen Abend an euch. Und wir sehen uns im nächsten Teil von nächsten Undercover wieder. Rein bis zum nächsten Mal und ciao. So Leute, da es sich nicht gelohnt hätte, dafür einen neuen Part abzunehmen, hänge ich das doch hier noch hinten dran. Und zwar haben wir hier das erste Ding gefunden. Hallo, hallo. Ich hoffe, ich mache nicht zu viele Fails. Es lohnt sich das doch nicht, einen neuen Part zu machen. Nutzen kann, das nervt. Also hier noch tatsächlich oben. Aber irgendwie haben wir es geschafft,
dich hier zu übersehen. Frag mich nicht wie. Auf den Bock. Und das letzte, was ich hier noch mal sammeln muss, dies ist auch sehr lame. Okay. Hallo, sollst du nicht aufsitzen? Willst du das Vieh in die Hand? Ja, nimm doch. Ach so. Gut, wenn man die falsche Taste drückt, ist das doof. Jetzt muss ich tatsächlich nur noch hier rüberlatschen. Bisschen ist es doch noch, aber jetzt nicht so ewig weit. Bin ich genau hier hin. Hier haben wir eine kleine Abkürzung auch noch. Übrigens, dieser Landeplatz hier, der war natürlich auch noch nicht gebaut. Da habe ich wahrscheinlich ein Kostüm gemacht, was schon vorher fertig war. Und jetzt muss ich tatsächlich hiermit nur noch fliegen. Und da, wo dann das Ziel war von dem Parcours, ist jetzt das Bösewicht abhören. Noch ein Donut, Karl? Ich dachte, du wärst auf Diät. Diät, Schmiet. Hab mich letzte Woche gewogen und wiege nur noch 0 Gramm. Hast du dich etwa wieder im All gewogen, Karl? Och, Menno. War ja auch zu schön, um wahr zu sein. Ich frage mich, ob da draußen Aliens sind. Ich schau mal. Nö, keine da. Ach, danke. Schulde ihnen nämlich Geld. Nun, Mr. Jenkins, ich bin wirklich beeindruckt. Das sind sehr gute Testergebnisse. Ihre Zeugnisse sind hervorragend und Sie haben den Medizincheck ohne Probleme absolviert. Ich glaube, aus Ihnen wird ein großartiger Astronaut. Haben Sie noch Fragen an uns? Ja, eine. Ich habe Höhenangst. Ist das ein Problem? Dezent. Wow, ganz schön langer Weg, nur um hier unser Ding zu planen, Marv. Ja, yeah. Ich will ihm nicht hochgenommen werden, so wie die anderen Gangs. Na gut. Da wir eh schon auf der Apollo-Insel sind, könnten wir auch gleich ein Raumschiff klauen, oder? Sehr gut. Diese Gang hat schon immer jemand mit völlig unrealistischen Ambitionen gebraucht. Los geht's! Ein Raumschiff?
Kriminelle im Weltall haben uns gerade noch gefehlt. Hatten wir alles schon. Jetzt da noch irgendwas schief ging jetzt. Von der Zeit her wäre jetzt kacke. Aber nee. Das muss ja jetzt, ja, um die Ecke sein. Das sollte ich machen. Los, besorgen wir uns ein UFO. Naja, und ich mache jetzt erstmal platt. Die Weltraumpolizei! Schnapp ihn! Na los, komm schon! Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Damit wäre mein Tag ruiniert. Bis neulich, Mister! Halt! Oder ich laufe dir weiter hinterher! Ah, das ging tatsächlich sehr schnell. Seht ihr, so sieht das aus, wie man alles geschafft hat. Dann war es das jetzt wirklich. Ich verabschiede mich von euch. Viel Spaß mit dieser Folge hier. Einen schönen Abend euch noch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und um den können wir dann Platz verpassen. Und die Folge zu liken natürlich, genau. Ich bin raus für diesen Abend. Und dann beim nächsten Mal.